Videoaufnahme eben hat sich eben aufgehangen und deswegen jetzt zwei Parts von Minecraft, die Super Mario World. Aber wirklich versprochen, dass im nächsten Part wieder ein richtiger Minecraft-Part kommt und nicht so anschauen. Steinziege wird aus Steinblöcken hergestellt, häufig in Festungen zu finden. So, was hat Peach? Ja. Das ist wirklich aus Super Mario 64 als Original nachgebaut. Automatisch speichern in. So, ja. So, schauen wir mal nach. Richtig, aus Super Mario 64 nachgebaut. Original nachgebaut. Genau so sieht es auch in Super Mario 64 aus. Dann natürlich, dort in den Räumen ist nichts. So soll es doch. Das ist wirklich in jedem Raum, dass da nichts hinter der Tür ist. Es ist lustig, dass man in Peach Schloss einfach so rein kann. Oh, da doch, hier ist was. Ah ja. Gemälde kann als Dekoration verwendet werden. Jo, wer Super Mario 64 kennt, weiß, dass Mario da durch Gemälde stammt und dann zu den verschiedenen Leveln kommt. Ja, wieder zurück, würde ich mal sagen. Rauf irgendwie. Toll. Geil. Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Dahinter ist ja was, mit Sicherheit. Die können mir nicht erzählen, dass da nichts ist. Doch. Leider ist dahinter nichts. Ah, schade. Aber hier ist was. Eine Note. Schallplatte. Gut, dann verlasse ich Peach Schloss und würde. Na, ja, geht's.
Selbst der Wasserfall wurde noch gemacht. Mensch, vielleicht ist ja auf dem Dach ja Yoshi drauf, denn es in Super Mario 64 gibt es ja so ein Gerücht, dass ja Yoshi auf dem Dach sein soll. Vielleicht haben die ja daran gedacht. Ein bisschen was. Sogar wenn da jetzt Yoshi Neta-Siege wird verwendet, um Neta-Festungen zu bauen. Immun. Irgendwas. Das wäre so geil, wenn hier Yoshi auf einmal drauf wäre. Yoshi ist leider da nicht drauf. Schade. In Super Mario 64 ist nämlich Yoshi drauf. Naja, kann man da doch nichts machen. Dann gehe ich weiter. Dann gibt es hier noch, soviel ich weiß, eine Super Mario Sunshine-Anspielung. Tothaus? Na, gehen wir erstmal da rein. Vielleicht ist da hier sogar jemand drin. Ich aber nicht glaube. Nein. Vor Bohnen aufgeschlagen. Scheiße. Da ist leider auch die Karte weg.
Ja, gute Idee. Gehen wir zur Piranha-Pflanze. Oder springen wir zur Piranha-Pflanze? So. Bin schon mal bei der Piranha-Pflanze. Die allseits bekannte Piranha-Pflanze. Nochmal Peach Schloss. Diesmal aber in 2D anstatt in 3D. Oh, man kann nicht rein. Haben wir schon gedacht. Ah, das Power, dieses Item kannte man. Ah. Versuche dann nochmal hochzukommen und dann zeige ich es euch. Das Item kennt man. Die Eiche, die in New Super Mario Bros. U auftaucht. Bis jetzt einzige Male. Und da ein Blooper. Mario jumpt dort vorne. Das Pilzkönigreich in Minecraft. Was gibt's Besseres?
das jetzt? Das sagt mir tatsächlich gerade nichts, was das sein soll. Ich weiß nur, dass hier Lava ist. Achso, ich bin schon drin. Weiß ich nicht, ich hab gar nicht geschnallt. Nee. Schön, kommt man da nicht rein. Schade. Oder man müsste einfach sehr lange dran bauen, um reinzukommen. Ein Diamant. Oh, Yoshi. Hi, Yoshi. Yoshinski. Yoshi, ach ja, guter als Yoshinski. Ah, das ist diese Position, wo er Eier legt. Na geil.
so sieht anscheinend Yoshi von innen aus. Naja. Mario in Mario World Style. Da ist noch ein Yoshi-Ei dahinter. Geil. Ja, man merkt, dass hier richtig Mühe gemacht worden ist. Also ich finde die Super Mario Welt hier richtig, richtig geil. Nice. 10 von 10 Punkten einfach. Hier mit Mario-Fans richtig auf ihre Kosten gesetzt. Wir können ja nachschauen, was ja so im Yoshi drin ist. Leute, merkt euch das, wenn ihr ein Yoshi-Ei seht, seht ihr, dass da nichts drin ist. Sprich, ist einfach nur Betrug. Ein schwarzer Koopa gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt nur grüne und rote Koopas. Schieb, schieb, geil.
Naja, ich glaube, ich hoffe, euch haben beim Parts dann von Super Mario World gefallen. Vielleicht mache ich noch